Wenn Sie diese Sendung sehen, sollten Sie sich über etwas klar werden. Nachrichten, durch die sich entweder gar nichts ändert oder man sich sogar noch wünscht, man hätte sie lieber nicht gesehen und die man in Zukunft auch nicht wieder einschalten will, sollten eigentlich nicht Nachrichten heißen. Wir haben unsere Sendung Welt ohne Filter genannt, aber nicht nur, weil wir uns verpflichtet fühlen, der bewussten Irreführung und Propaganda der Massenmedien etwas Substanzielles entgegenzusetzen, sondern auch, weil ein anderes Element immer fehlt, nämlich das bewusste Eingreifen, um den Gang der Ereignisse zu ändern. Wenn man in einer Nachrichtensendung mit schrecklichen Dingen konfrontiert wird, die nun einmal in der Welt geschehen, dann gehört es auch in die Verantwortung der Redaktion, Lösungen aufzuzeigen, bei denen Sie, der Zuschauer, eine Rolle spielen. Wir befinden uns jetzt im Oktober, wenige Wochen vor der Wahl des nächsten US-Präsidenten, in einer dramatischen Lage. Jeffrey Steinberg von Executive Intelligence Review berichtete gestern über die Einschätzung einer hochrangigen US-Quelle aus dem Sicherheitsbereich. Dabei hieß es unter anderem, dass ein Angriff Israels auf den Iran oder der Ausbruch eines Grenzkrieges zwischen Syrien und der Türkei nicht ausgeschlossen werden könne. Aber die wahrscheinlichere Oktoberüberraschung sei ein Schlag der USA auf ein Ziel, das man für den Anschlag in Benghazi am 11. September verantwortlich machen werde. Die Regierung sei fieberhaft auf der Suche nach einem solchen glaubwürdigen Ziel. Ein militärisches Vorgehen sei eine Top-Priorität für Präsident Obama und ein Schlag noch im Oktober oder im November kurz vor dem Wahltag sehr wahrscheinlich. Stabsmitarbeiter des Weißen Hauses würden bereits im Hintergrund relevante Personen und Medien über diese Pläne informieren, um den politischen Effekt zu maximieren. Zur gleichen Zeit erfährt der Versuch des Weißen Hauses, Außenministerin Hillary Clinton die Verantwortung für den Tod des US-Botschafters in Benghazi zuzuschieben, einen Rückschlag. Clinton hatte zwar in einer Reihe von Interviews auf ihrer Tour durch Südamerika erklärt, sie trage persönlich die Verantwortung. Patrick Kennedy, Staatssekretär für Management im US-Außenministerium, hatte jedoch letzte Woche vor dem Repräsentantenhaus ausgesagt, dass Clinton nicht über Entscheidungen bezüglich der Sicherheitslage der US-Diplomaten in Libyen informiert gewesen sei. Es habe im Außenministerium auch Unstimmigkeiten über die Entscheidung gegeben, Sicherheitskräfte aus Benghazi abzuziehen. Politische Kreise um Bill Clinton sind Berichten zufolge extrem wütend über den Umgang des Weißen Hauses mit Hillary, besonders weil sich Präsident Obama der Unterstützung Bill Clintons für seine Wiederwahl versichert hatte und vollkommen darauf angewiesen ist. Sehen Sie unbedingt die Freitagswebcasts mit Lyndon LaRouche an, um ein vollständigeres Bild dieser Lage zu bekommen, die sich nämlich absolut nicht in den Kandidaturen von Romney und Obama erschöpft. Wenn Sie die Pressekonferenz des Abgeordneten Walter Jones, Jeff Steinberg, Bruce Fein, Colonel Wilkerson und Colonel Schäfer gesehen haben, dann haben Sie bereits einen lebhaften Eindruck von Leuten, die das Amerika vertreten, das wir einmal aus gutem Grund bewunderten. Hier in Europa stampft die Krise mit brutaler Intensität weiter voran. Ob in Portugal, Spanien oder Griechenland, man sieht deutlich, dass die Politik der Troika nicht mehr lange so weitergehen kann. Auf unserer Webseite berichteten wir bereits über das Interview mit dem ehemaligen WestLB-Chef Ludwig Poulin, das unter der Überschrift »Zeit für einen Schlussstrich bei der Euro-Rettung« im Magazin Cicero erschien. Poulin räumt darin unter anderem mit einer ebenso unwahren wie oft wiederholten Behauptung auf, dass nämlich Exporte lediglich davon abhängen, wie der Währungskurs steht. Damit wird ja immer gedroht. Würde Deutschland aus dem Euro aussteigen, würde der Wert einer neuen deutschen Währung in die Höhe schießen und damit die Exporte einbrechen. Dasselbe falsche Argument sei auch bei steigendem Wert der D-Mark in der Vergangenheit immer wieder gemacht worden, so Poulin. Wenn man denn den beschwörenden Worten der Bewahrer hätte Glauben schenken können, drohte mit jeder Aufwertung der Mark der Weltuntergang. Hätte sie doch Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit zerstört und damit die Exporte zum Erliegen gebracht. Doch, oh Wunder, stets trat das genaue Gegenteil ein, verzeichnete doch das Statistische Bundesamt nach jeder Aufwertung weitere kräftige Zunahmen der Exportaufträge. Die Gründe für diese Erscheinung liegen auf der Hand. Eine jede Aufwertung zwang die deutsche Industrie, ihre Produkte zu verbessern und die Produktivität zu erhöhen. In dicken Lettern schreibe ich es nieder. Mit jeder Aufwertung der deutschen Mark ist die deutsche Industrie leistungsfähiger geworden.
Die Grundlage ihres heutigen hohen Standards ist in jener Zeit gelegt worden. Als Ergebnis dieser Prozesse halte ich fest, dass nicht der Preis eines Produktes allein das entscheidende Kriterium für eine Auftragserteilung ist. Vielmehr sind seine Qualität und die Zuverlässigkeit von Lieferung und Leistung von ausschlaggebender Bedeutung. Völlig richtig. Und hier sieht man genau den Schatten des Monetarismus. Heute kommt es scheinbar gar nicht mehr darauf an, welche Qualität von Waren man herstellt, sondern nur noch zu welchen Kosten. Dass dann Kostensenkung als Allheilmittel genannt wird, liegt nahe. Und da erblickt man dann das, was man ein Wettrennen in den Abgrund nennen könnte. Dieses entfesselte monetaristische System ist darauf angelegt, die Menschen ärmer, unfähiger und dümmer zu machen. Das ist kein Rezept für erfolgreiches Überleben oder Fortschritt, sondern ein völlig falsches Paradigma, das komplett ersetzt werden muss. Poulain macht dazu den folgenden Vorschlag. Kehren wir also zur EWG, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, zurück. Das war die richtige Einrichtung, weil sie es den einzelnen Ländern ermöglichte, freien und friedlichen Handel miteinander zu treiben und ein jedes Volk nach seiner Fasson glücklich werden zu lassen. Und dies jeweils auf eigene Kosten. Zur EWG zurückzukehren, entspricht genau der Forderung, die unsere Bundesvorsitzende mehrmals erhoben hat. Dass Deutschland nämlich aus der Eurozone austreten und alle europäischen Verträge von Maastricht bis Lissabon aufkündigen soll. Wenn man einen falschen Weg gegangen ist, etwa auf einen Abgrund zu, dann ist es einfach nicht besonders schlau zu sagen, man sei doch aber nun schon bis hierher gekommen und da muss man auf diesem Weg eben weitergehen. In den unmittelbar vor uns liegenden Tagen muss die Forderung wie ein Lauffeuer verbreitet werden. Im Zeitalter von Nuklearwaffen darf Krieg kein Mittel mehr für Konfliktlösungen sein. Kriege haben in den letzten Jahrzehnten niemals irgendwelche Konflikte gelöst. Ganz im Gegenteil, Konflikte wurden verschärft und vermehrt. Die vermeintlich befreiten Länder, zum Beispiel Afghanistan, Irak, Libyen, wurden in Chaos und Elend gestürzt, worüber man in den Medien nichts mehr hört. Jeder Mensch und vor allem Personen der Öffentlichkeit, die sich für eine kriegerische Auseinandersetzung aussprechen bzw. einen sogenannten humanitären Einsatz befürworten, haben entweder ihren gesunden Menschenverstand an den Nagel gehängt oder ihre Moral. Die Dynamik, die ganz schnell zu einem dritten Weltkrieg führen kann, verschärft sich täglich. Die Tatsache, dass Syrien und die Türkei ihren Luftraum für das jeweils andere Land geschlossen haben, verdeutlicht nur, wie schnell dieser Konflikt völlig außer Kontrolle geraten und Artikel 5 des NATO-Abkommens aktiviert werden kann. Die damit ausgelöste Kettenreaktion birgt die Gefahr, dass die Existenz der Menschheit in einem nuklearen Winter ausgelöscht würde. In Europa scheinen viele einen offenen Krieg statt der Bewaffnung der Opposition in Syrien zu bevorzugen, um die Assad-Regierung zu stürzen. Es scheint, dass die USA derzeit das einzige NATO-Land ist, das diese Richtung noch abbremst. Und zwar aufgrund des massiven Widerstandes im US-Militär. Darüber wird hier in den Medien kaum berichtet. Der ehemalige US-Verteidigungsminister und der Präsident Clinton, Robert Gates, der vor kurzem vor den katastrophalen Konsequenzen eines Angriffs auf den Iran warnte, kritisierte am 13. Oktober in einem Interview Obamas Syrien-Politik, wobei er zwei grundsätzliche Punkte machte. Eine Flugverbotszone einzurichten wäre ein Kriegsakt und die Bewaffnung der syrischen Opposition liefe im Effekt darauf hinaus, Al-Qaida zu bewaffnen. Ich möchte die Menschen nur daran erinnern, dass Flugverbotszonen mit einem Kriegsakt beginnen. Es fängt mit einem Luftangriff auf ein Land an und dann kann man nur hoffen, dass dieses darauf nicht reagiert und man sich nicht im dritten Krieg innerhalb von 11 Jahren im Nahen Osten wiederfindet. Wie Helga Zappler-Rouge immer wieder verdeutlicht, zuletzt auf der Rhodos-Konferenz letzte Woche, man muss die strategische Situation als Ganze betrachten, weil die Kriegstreiberei, ob in Afrika, Syrien, Iran oder zwischen China und Japan oder andernorts, von der Desintegration des transatlantischen Finanzsystems angetrieben wird. Und auch diese beschleunigt sich, wie man am Beispiel von Spanien sehen kann. Es ist kein Zufall, dass der spanische Premierminister Rajoy gerade ein Abkommen mit den USA unterzeichnete, um wichtige Elemente des Raketenabwehrsystems der USA im spanischen Rota zu stationieren. Nachdem Russlands Vorschlag eines gemeinsamen Raketenabwehrsystems mit den USA im vergangenen Jahr abgelehnt wurde, warnte die russische Seite wiederholt,
dass diese US-Militärstützpunkte in Europa die Gefahr eines potenziellen nuklearen Konfliktes in sich bergen. Immerhin sollen zu den bereits etwa 50 US-Militärbasen in Europa 4 weitere in Planung sein. Nach einer Friedensinitiative des gegenwärtigen US-Präsidenten sieht das sicherlich nicht aus. Das Komitee, das den Friedensnobelpreis verleiht, hat sich nicht nur geweigert, sich öffentlich zu entschuldigen für seinen fatalen Fehler im Jahre 2009, als der Preis an US-Präsident Obama ging. Jetzt hat es sich mit der Preisverleihung an die EU noch einen weiteren Eklat erlaubt. Seitdem macht sich international Entrüstung darüber breit. Und zu Recht. Der norwegische Friedensrat erklärte zum Beispiel, dass die EU im vergangenen Jahr für das Gegenteil von Frieden stand. Der Sprecher der griechischen Oppositionspartei Syriza, Panos Skouletis, wurde ausführlicher. Die Entscheidung raubt dem Preis seinen Wert. In vielen Teilen Europas, aber insbesondere in Griechenland, erfahren wir gerade auf täglicher Basis, was eine Kriegssituation wirklich bedeutet. Auch wenn es kein offiziell erklärter Krieg ist. Daran ist nichts Friedvolles. Ein Europa, das durch die monetäre Sparpolitik und dem nach wie vor gepriesenen Freihandel Zustände in vielen Nationen schafft, die mit Kriegszuständen zu vergleichen sind. Hunger, Not, Mangel oder das Fehlen von lebensrettenden Medikamenten und vieles mehr, muss der Politik der Troika und dem grünen Paradigma eine Absage erteilen. Wir brauchen das Europa der souveränen Vaterländer, die sich den gemeinsamen Zielen der Menschheit verpflichten, Fortschritt und Entwicklung. Die Büso hat diese Alternative ausgearbeitet und Sie müssen jetzt mithelfen, dass die Menschheit eine Zukunft hat, indem Sie dieses Programm studieren, es weiterleiten und sich für seine Verwirklichung einsetzen. Damit Ihr Bundes- oder Landtagsabgeordneter oder Ihr Bürgermeister einen politischen Standpunkt vertritt, der über das klägliche Parteiendenken hinausgeht und dem eigentlichen Interesse des Volkes entspricht, müssen Sie den ersten Schritt tun und dies von Ihren Volksvertretern auch einfordern. Wenn wir in diesem Land noch Rechte haben wollen, dann müssen wir zuerst unsere Pflicht als Staatsbürger tun. In diesem Sinne nehmen Sie sich ernst und werden Sie mit uns aktiv.